Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, was spielen wir hier? Factorio? Nein. Resident Evil Village. Factorio könnte man aber schon fast meinen. Ne? Habe ich zwar noch nie gespielt, aber der Name würde hier halt einfach so perfekt passen. Sieh nicht ins Licht, sieh nicht ins Licht. Habt ihr das auch mal hier, mal so nebenbei gefragt, wenn ihr im Auto sitzt zum Beispiel und euch kommt ein Auto entgegen, dass ihr in die Scheinwerfer guckt? Wenn irgendwo was, wenn jemand mit einem Fernlicht zum Beispiel einfach angedüst kommt, habt ihr dann das Bedürfnis da auch rein? Ruhig! Da habt ihr dann auch das Bedürfnis da reinzugucken? Ich habe jedes Mal das Bedürfnis ins Licht zu schauen. Warum? Ich bin danach blind wie ein Fisch, aber ich, Hauptsache ich habe reingeguckt. Manchmal verstehe ich nicht, warum Motten in so eine Mottenfalle reinfliegen zum Beispiel. Weil, ja, aber ich kann mittlerweile verstehen, warum die alle so doof sind. Wird es mir nicht anders gehen. So, mal gucken. Hier finden wir jetzt wieder neue interessante Dinge. Erstmal geradeaus durch. Ist hier was? Ist hier was? Hier scheint nichts zu sein. Oben gucken natürlich. Funkel, funkel, blitz, blitz, blink, blink. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Ja. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Genau, wir wollen einfach nur unser Baby wieder. Wo kommen die jetzt gleich raus? Danke für dein Kraut. Was haben die denn? Ich wollte eigentlich die Maske vom Gesicht hauen. Rohrbombe, Rohrbombe, Kraut, Schießpulver. Sollte ich mich heilen? Ich glaube, ich heile mich mal, oder? Warum haben die jetzt hier gegengehauen? Arbeiten die vielleicht? Oh, die könnten arbeiten, ne? Dass sie als Arbeiter eingesetzt werden, damit hier Hüllen entstehen. Irgendjemand muss das ja hier alles mal gebaut haben, ne? Da. Ein Vogelkäfig. Mal eben gucken, ob hier noch was ist. Ich sehe so erstmal nichts. Da ist ein Riesenbohrer. Hallo. Kann ich ihn einfach auch Kopfschuss geben? Scheiße, ich darf den nicht auf die Maske schießen. Munitionverschwendung, in die Maske zu schießen. So, machen wir die Tür auf. Schon wieder eine Rohrbombe. Also, nee, Dietrich, Dietrich. Ich hatte schon für einen Moment Angst, weil wir keine Dietrich mehr haben. Jetzt haben wir wieder ein. Aber hier muss noch mehr liegen. Der Raum ist noch nicht gut. Blau. Ist hier was? Komm, lass es blinken. Blink doch. Blink irgendwo. Hier blinkt nichts. Gehört der Schacht noch dazu? Nee. Okay. Da. Aber das war's immer noch nicht.
Da. Jetzt war's das. Ah, super schön. Können wir direkt weiter. Oh, direkt weiter, habe ich gesagt. Dum 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 dum. Hier ist rot, okay. Hier müssen wir. Warte, eine Bombe. Oh, Schätze. Schätze, Schätze, Schätze. Das hat das Schwein bestimmt auch entdeckt. Das Schwein hat bestimmt dort auch alles geschafft mit den Bomben. Ich frage mich, ob sie das gemacht haben mit den einen Patienten in der letzten Folge anschießen, damit der da die durch die Wand durchgeschossen kommt. Hier haben wir jetzt wieder was rodet. Okay. Kling, kling, kling. Und da oben wird gearbeitet. Oh, hier hätte ich richtig Angst, wenn der ganze Mist da runterkommt. Richtig Angst, hier durchzulaufen. Ich glaube, die müssen wir kaputt schießen, oder? Kling, kling. Wie das hier alles klirrt und klingt. Metallreste. Wir können uns auf jeden Fall wieder auch eine Menge zusammenbauen, habe ich das Gefühl. Eine Menge zusammenbauen. Kling, kling, klu. Kling, kling, klu. Oh, hallo. Und der ist auch nicht gerade. Wo kommt der denn her? Oh! Sackgasse. Einfach zurückgehen. Abwehren. Abwehren! Lass mich doch mal hier durch! Hilfe! Und die Hand da weg! Oh, daneben! Hand weg! Selbst wenn die Hand weg ist, dann bin ich so doof zum Schießen! Ist er da hochgehüpft? Und jetzt hüpft er da runter. Was bist du denn für einer? Runter, hoch, runter, hoch. Der geht wieder runter, hoch. So, der ist tot. Er ist auch weg. Der ist auch weg. Halleluja, du. Halleluja, sag ich nur. Easy, sag ich nur. Easy. Ich hab kaum noch Munition. Hier ist eigentlich gar nichts easy, ey. Warte mal. Okay. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir den Raum auch blau kriegen noch. Oder ob wir jede einzelne Etage einzeln blau machen müssen. Da kommen doch gleich bestimmt noch mehr, oder? Ich glaube nicht, dass das war's. Sind wir ganz oben? Ist das letzte?
Blau. Okay, aber ist jetzt alles blau? Ich gehe mal eben gucken. Mal eben eine Etage tiefer. Plum, 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 plum. Auch blau. Und wenn wir noch eine Etage tiefer gehen, das wird alles blau sein, ne? Auch hier. Ja, das ist alles blau, okay. Gehört alles zu einem Raum. Habe ich schon wieder geschrieben wie ein Mädchen? Nee, ne? Ich habe nicht so gemacht. Ah! Hilfe! Ich muss es irgendwie anhalten. Also ja, so reinklettern wäre keine gute Idee, ne? Da ich auch die Dinger müssen wir kaputt schießen. Hab ich gesagt, ne? Kaputt. Und das ist auch noch ausgerechnet genauso anhält, ne? Ist ja eine Frechheit. Und jetzt hätte ich Angst, dass es wieder losgeht. Zerkleinerung? Was, wie heißt der Raum? Zerkleinerungsschacht? Explosivgeschoss. Alter, wie viele haben wir davon schon? 5 hier, 5 da, 1 da. Also ein paar. Ein paar haben wir davon. Na gut, ich glaube, wir sollen hier raus. Aha. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Was haben wir denn hier? Eine Karte des Fabriks oberen Bereich. Aber das war's noch nicht. Wir haben hier noch eine Modellverbesserung der Soldat Jet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an einen Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Ja, die haben wir eben kennengelernt im Video. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Und den Soldat Panzer. Ach, war der andere der Panzer? Habe eine Schutzfolie aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor um Freilegen des Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung ist zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Ne, den haben wir noch gar nicht kennengelernt, oder? Doch, den hatten wir ja eben. Chemikalie? So, der Raum ist blau, der Raum ist blau, der Raum ist blau. Schieben? Da könnten wir reingehen auch. Das ist ein Geheimraum. Ich rieche es. Ich rieche Geheimnisse. Ich rieche Spinnen. Ich hab Spinnen im Mund. Hey, steh doch mal auf. So. Was haben wir hier? Hallo, Kugelkokile. Eine neue Kokile. Und 30 Schuss. Läuft. Mit der Kugelkokile können wir nämlich die Kugel für das Labyrinth machen. Genau. So, hier haben wir auch alles, ne? Ja. Ob gleich noch mehr von diesen Panzerdingern kommen? Muss ich da rein? Will! Bin dich! Also das war ja auch mehr wie einfach, ne? Wir sind ja so langsam da reingeflogen.
knapp. Ah ja. Wir sind so langsam da reingeflogen. Da hätte ich in aller Ruhe noch nachladen können und so. Hab dich gesehen. So, hier haben wir noch Reste, Reste. Haben wir hier noch was? Ah, gucken, Augen aufhalten. Hier liegt doch bestimmt noch was, oder? Achso, ist blau. Kann ich mitgekriegt. Hallo, muss ich da rein? Ne, hier lang. Okay, ich dachte, ich muss da reinjumpen. Mit Kopfsprung. Natürlich geht man hier so einen ganz komischen Weg. Das ist so von den Ingenieuren so gewollt. Notluke. So wie das Zahnrad schon aussieht, also das Lukenrad, sieht das für mich nicht danach aus, dass man das so easy peasy aufmachen kann. So, das war's auch schon. Knöpfchen drücken? Ich liebe Knöpfe. Knöpfchen. Okay, keine Knöpfe. Hier Knöpfchen drücken? Ich drücke Knopf. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. No. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge. Ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Oha. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Ne, war ja auch. Wir haben sie auch nie wirklich gesehen. Ne? Einmal ganz zu Anfang. Und seitdem haben wir nichts mehr von der Ollen gesehen oder so. Wir, aber was mir auffällt, wir haben auch schon seit 1 Million Jahren keine Ziegen mehr gesehen. Schlüsselkokile. Achso, für den. Wir haben ja noch die Pferdetür. Hier ist noch irgendwo was. Wir haben ja noch diese eine Pferdetür. Da haben wir auch noch nichts gemacht. Machen wir direkt beide Kokilen. Kugelkokile und Schlüsselkokile. Ah, holen wir nicht gleich Duke wieder hoch, weil wir sind ja wieder hier. Duke Muck. Chubi Dubi. Ah, es nimmt alles kein Ende. Warum bücke ich mich immer? Oha. Ich hab das Gefühl, dass ich da irgendwo jetzt was vergessen habe. Da. Da blinkt es. Wie kommen wir denn da hin? Hä? Jetzt habe ich dreimal drauf geschossen. Ich habe es nicht abgeschossen gekriegt. Aber da blinkt es definitiv. Da werden wir wohl später irgendwie hinrollen. Wir müssen uns das unbedingt merken, dass ich da... Vielleicht kommen wir da ja auch jetzt direkt hin. Ich habe dreimal drauf geschossen und ich habe das nicht runtergekriegt. Guck. Hä? Da. Guck. Mit der Schrotflinte schieße ich... Schrotflinte sag ich schon. Mit meinen Dingsen hier schieße ich da garantiert jetzt nicht drauf. Hey du, was geht ab? Du, machen wir gleich. Da sollen wir hin. Aber erst später. Ich will da hin. Da und dann. Okay, hier kommen wir erstmal jetzt nicht weiter. Okay, dann rufen wir Duke.
Folge geht noch. Ein bisschen geht noch. Keine Angst, ich schalte jetzt nicht ab. Ein bisschen geht noch. Hey du, komm ran da. Wandern nicht mehr da. So tief war er doch gar nicht. Eine Etage war da doch nur. Jo, was geht? Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang ab. Hat er was Neues? Nö. Aber wir können wieder Sachen verkaufen. Und zwar das nicht und das nicht. So, das dann haben wir wieder. Und dann nehmen wir... Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Reicht immer noch nicht. So, jetzt müssen wir... Wenn du wieder etwas von Wert findest. Wir fahren jetzt gemeinsam runter, Deckerchen. Mit deinem ekligen Bauchnabel. Guck mal, während der Fahrt kann man nicht speichern. Guck mal, seine Haare. Der gönnt sich den Fahrtwind. Jetzt hier erstmal hin wieder. Sieht mich dunkel. Warum ist das denn jetzt noch einmal so dunkel? Das war vorhin nicht so dunkel. Das war vorhin nicht dunkel. Ach, da ist schon wieder so ein Blut. Ich muss trotzdem dreimal raufschießen mit der Flinte. Obwohl ich schon mit der Dingsen raufgeschossen habe. Das ist ja Betrug. Das ist ja Betrug. Ich habe ja schon mit der Sniper aufgeschossen. Ich glaube, damit habe ich ihn nur betäubt, ne? Hinter der Tür? Hinter der Tür. Boom. Mit zwei Schuss war er weg. So, jetzt machen wir erstmal das Kügelchen. Erstmal das Kügelchen. Wo war denn nochmal... Ach ja, bei Duke oben. Bei Duke oben, also hier in diesem Raum war, also nicht in diesem Raum, auf dieser Etage war das Labyrinth. Gib her die Kugel. Kugel, eisernes Schwert. Dankeschön. Und jetzt noch die Schlüsselkokile. Und dann müsste der Raum normalerweise blau sein. Weil jetzt haben wir ja alles. Ich sag dir, du, der ist immer noch nicht blau. Heisenberg-Schlüssel. Oh doch, sei doch, es hatte was mit dem Ding zu tun. Habe ich gesagt, von Anfang an. Aber hier war noch so ein Pferdesymbol, ne? Hier hinten, ne? Dann gehen wir da doch mal eben zuerst hin, oder? Also hier jetzt, zweiter links, also hier. Können wir jetzt hier eigentlich den Knopf drücken? Ja. Operationssaal. Guck mal hier, Heidensberg Unterkunft. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin will. Ist das jetzt hier nur so ein Bonusweg oder? Oder sagst du nee? Noch ein Dietrich? Einer von denen. Oh. Bams. Bams. Und Bams. Also. Ein Bams zu wenig.
Oh nein! Ich bin tot? Nee, ich lebe noch. Bin ich auch weggeflogen? Halleluja, du. Ich glaube, ich mache die falsch. Ich glaube, die muss man ganz anders machen. Ich glaube, ich behandle sie komplett falsch. Da. Hebst du? Hebst du? Vor allem hier deren Luftlöcher. Aber ne? Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch. Objekt ist Oscar Steich. Junge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Kado haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Man muss es klappen. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll Ende. Ende Gelände. So, und hier haben wir dann auch noch was, ne? Irgendein Special. So, was macht denn jetzt dieser Lauf hier? Kombinieren. Mit der da. Pum, pum. Untersuchen. Langer Lauf, erhöht Feuerkraft. Plus 200. Oh yeah. Endboss sage ich nur AD, weil damit mache ich die alle platt. So, wo müssen wir jetzt hin? Einmal ringsrum, ja genau. Zur Gießerei zurück. Andere Seite wieder rein. Und da können wir mit dem Pferdeschlüssel dann. Tekken 7. Hier können wir mit dem Pferdeschlüssel. Können wir die nicht von hier erschießen? Ja doch. Sie warten und geiern und gieren. Kann ich... Oh, warte mal. Ich kann auch hier eine Mine hinlegen. Ja, du siehst gar nicht so lecker aus, wa? Ja, das war ein bisschen doof, was ich da gemacht habe, ne? Na komm. So. Das war ein bisschen doof mit der Mine. Da habe ich ein bisschen nicht nachgedacht, habe ich das Gefühl. Aber nur so ein bisschen. So, was haben wir denn hier Schönes? Mechanisches Teil, die Welle. Da können wir doch den Schatz wieder ver... den Schatz... Immer noch. Was fehlt denn hier?
Gucken, gucken, gucken. Hier. Jetzt. Ich glaube, wir können jetzt den Schatz verdingsen hier. Die Welle kombinieren mit dem Ding. Oh ja, yeah. Und jetzt ist es so ein mechanischer Hammer. Guck so. Heisenbergs Hammer ist das. Sehr wertvoll. Riesenhammer. So, jetzt können wir das Labyrinth noch machen. Da den Schädel rausholen. Dann bei Duke alles verkaufen. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, der Rückweg ist nicht sicher. Leider. Sag ich doch. Wie gut, dass ich seine Schutzhülle erstmal mit der Bombe weggemacht habe. Er hatte anscheinend eine Schutzhülle. Perfektes kristallierendes Herz. Der hatte eine fucking Panzerung. Und ich hab's nicht gewusst. Und hab trotzdem mit der Rohrbombe. Muss ich hier lang? Nee, ne? Wir müssen da lang. Kommt da noch mehr? Ich hab das aber schon richtig geahnt, dass da einer. Hier auch wieder. Erstmal die Panzerung weg. Soll ich mal die nehmen? Ey, lohnt sich nicht. Nein, geh weg. Stirb doch einfach. Schieß dir in die Fresse. Oh Mann. Es hat nicht gereicht. Ich schieß doch drauf! Was will er denn noch? Danke, dass du gestorben bist. Perfektes kreierendes Herz. Ich hab doch gesagt, das war niemals. Das ist letzte und so. Hi, ich bin wieder da. So, jetzt machen wir hier tut tut mit der Kugel. Wo haben wir die? Oh ne, die Kugel. Da. Da rollt sie. Und da rollt sie. Und da rollt sie. Ja, hier rein, so. Kolla, 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 kolla. Du, 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 du. Kolla, 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 kolla. Da müssen wir gleich rollen, wenn der Zug kommt wahrscheinlich, oder? Nein! Scheiße! 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 Kolla, 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 kolla. So. Flum, 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 flum. So. Nein! Nein! Abkürzung! Das geht nicht, wa? Abkürzung. So, Koller, Koller, Koller. So. Pum, 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 pum. Schnauze. Nein, 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 nicht wieder. Wir sind noch da.
So, nein! Scheiße! Ist ja auch der letzte der Labyrinthe, da muss das ja ein bisschen schwerer sein, ne? Komm, kleine Kugel. Komm schon. Wir müssen einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Flum, 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 flum. Ah, da war auch noch so ein Ding, habe ich die ganze Zeit gar nicht mitgekriegt. Oh! Hatten wir bis jetzt immer Glück anscheinend. So, warte. Ach, kommt schon! Scheiße! Scheiße! Ja, komm, schneller! 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 So, jetzt hier rein. Flum, 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 flum. So, warte mal. Warte. So, jetzt hier hoch. Richtig. Oh, was mach ich denn? Was mach ich denn? Okay, wir fahren noch eine Runde. Noch eine Runde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Noch eine Runde. Bin ich drin? Ich war nicht drin, ne? Oh. Was ist das denn für Müll hier? Scheiße! Na komm jetzt. Jawohl. So. Ich glaube, dafür sollten wir wirklich so machen, sonst sehe ich das nicht. So. Jetzt da rein. Jawoll! So, was wartet jetzt auf uns? Einfach hier erstmal durchrollen, ne? Ich glaube, wir müssen hier rein. Müssen wir da nicht runter? Da war doch eine... Hä? Da waren noch so zwei gelbe Striche. Das bedeutet doch eigentlich hier runter, oder nicht? Flum, 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 flum. Ah, nee, wir hätten doch da durch, weil wegen dem Zug. Kann ich gar nicht ahnen. Wegen dem Zug da. Ja, komm mal, easy. Ich sehe zwar nichts, ich roll einfach mal. Oh yeah, ich habe nichts gesehen und trotzdem geschafft. Oh nein, warte, wir müssen auf den Zug warten. Nein, der Zug! So. Das hört sich auch an so... Ja, Hilfe! So. Jetzt aber hier. Flum, 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 flum. Flum, 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 flum. Jawoll. Und jetzt einfach. Ich sehe zwar gar nichts, aber geschafft. Ist der Zug schon da? Zug ist noch nicht da. Ich trau mich nicht. Okay, hätte ich schaffen können. Langsam. Okay, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Flumm. Hi. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas Schweres, oder? Warte mal, ich drehe mal eben. Ja, eigentlich dürfte nichts Schweres mehr kommen. Und hier geht's wieder runter. Geschafft. Mal Hilfe. Yeah, feiert mich. Feiert mich. Schreibt mir in den Kommentaren, dass ich toll bin. Bernsteinschädel. So, jetzt verkaufen wir alles. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. So, verkaufen. Zwei Schätze davon. Drei davon. Zwei davon. Als Kette natürlich nicht. Der Hammer ist 45.000 wert. Der Bernsteinschädel ist 30.000 wert. Plum.
Und jetzt können wir uns die holen. Mit 1160. Für 180 Tannen. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Und dazu holen wir die Leuchtpunktvisiere. Oh yeah. So, und dann verstärken wir die auch noch. Da. Für 65 Tacken. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bye, bye. So, ich brauche erstmal Platz hier. Für die dicke Knarre. Immer noch kein Platz. Dicke Knarre, ist am Start. Dicke Knarre, ist am Start. Dicke Knarre, dicke Knarre, dicke Knarre, ist am Start. So. Dann lass auch mal gucken, wie das ist. Warte mal, wie viel hat die jetzt? Die hat jetzt 1170. 1120 nur, siehst du? Schnell auf 3. Guck mal, die haben wir auch gerade leer geschossen. So, jetzt machen wir auf die 3. Oh yeah. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pa, 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 pa. So, dicke Flinte ist am Start. Die müssen wir natürlich eigentlich noch verbessern. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Was ist, wenn wir jetzt die Waffen verkaufen würden? Munition nicht, aber die Waffen. So diese... Guck mal, ich meine... Guck mal, die könnte rein theoretisch weg. Die nicht. Also die wären 30.000 halt. Dann könnte die weg, wären schon 60.000. Und die könnte ja jetzt weg, weil wir haben ja jetzt diese dafür. Soll ich das machen? Und die könnte dann ja auch bald weg, wenn ich die andere Waffe holen würde. Nicht die, sondern die für 80. Die könnte dann ja auch weg. Theoretisch könnte das alles so sein. Weil dann könnte ich ja die holen. Soll ich das machen? Komm, ich verkaufe die Waffen. Die Herstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich verkaufe die jetzt. Ich werde sie jetzt verkaufen, okay? Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. Und die auch. Und die auch. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Ach, kann ich das? Tatsache. So, jetzt hole ich mir noch die hier. Aha. Zusammen mit der. So. Und die rüste ich mir jetzt auf die 1. Achso, die muss ich erstmal leer schießen. Aber ich will die mir mal eben angucken. Aber wie gesagt, die müssen wir erstmal die hier erstmal leer schießen. So, dann kommt die hier oben hin. Die kommt dahin. Die kommt dahin. Dann kommt die gedreht hier hin und dann kann das Messer da rein. So, und jetzt könnten wir dann noch. Wenn wir die, sobald wir die leer geschossen haben, nämlich. Ja, können wir gar nicht. Wir müssen die erstmal. Na gut, wir schießen die erstmal leer. Ich speichere jetzt erstmal ab. Also, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist endgültig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haust rein. Bis da. Tschüss. Und ein Abo da lassen. Hast gedacht, ich bin eingefroren, ne? Ja. Ciao.